Ich bräuchte so den Ruhmteil an dem Promi-Sein zum Beispiel nicht. Das Gegenteil von dem, was ich will, ist, dass Leute mich angucken und mich bewerten. Ich wünschte, mein Job wäre, dass die Leute mich nur angucken. Wenn ich mit einer Propellermütze Kicker spiele, und das wäre eine gute Überschrift, dann bin ich glücklich. Dann ist egal, dann kann mich nur mein Freund bewerten. Und ja, ich bin sogar dabei nackt und es ist mir egal, ob Sachen hängen oder wackeln. Tonspion. Happy Endzeit. Bevor wir in die neue Folge starten, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns ab sofort unterstützen, diesen Podcast am Laufen zu halten. Wie das geht? Auf der Crowdfunding-Plattform Steady habt ihr schon mit einem Euro die Möglichkeit, uns bei unserer Arbeit an diesem Podcast zu helfen. Und hier zählt wirklich jeder Euro. Bei einem Betrag von 100 Euro werdet ihr bzw. euer Projekt, eure Firma oder eure Organisation namentlich in der Sendung von uns genannt. Schaut einfach mal rein. Den Link haben wir selbstverständlich auch auf unsere Seite sowie in den Beschreibungstext dieser Folge gepackt. So, und jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit einer neuen Ausgabe von Happy Endzeit. Willkommen zu Happy Endzeit, dem Podcast vom Tonspion. Wir lieben Popmusik, wir lieben Popkultur und deshalb sprechen wir hier darüber. Welchen Einfluss hat die aktuelle Situation auf die Kultur? Und wie wird diese in Zukunft aussehen? Mein Name ist Markus Mötz und mein heutiger Gast ist eine Frau, die mich persönlich schon seit später Jugend begleitet. Kein Wunder, denn Viva und vor allem MTV liefen damals in Dauerschleife. 2004 wechselte sie in die ARD und moderierte dort den deutschen Vorentscheid zum ESC. Der Startschuss für abertausende weitere Moderationen. 2009 dann der große Durchbruch als Buchautorin mit ihrem Bestseller Mängelexemplar. Seitdem sind noch viele weitere erfolgreiche Bücher von ihr erschienen und einen Podcast macht sie auch noch. Ich freue mich sehr auf Sarah Kuttner. Hi Sarah. Tachchen, mein Hund hat vorher schon mal Hallo gesagt, denn so sind wir Kuttner-Mädchen. Entschuldigung. Nein, alles gut. Das ist gut, wenn es dem Hund auch gut geht. War das ein Zeichen von, mir geht's gut oder will er einfach ein bisschen Aufmerksamkeit? Wie ist es? Nee, das war ein Zeichen von draußen gehen Sachen vor sich vor, von denen der Hund glaubt, dass er aufpassen muss, Bescheid sagen muss. Und ein Motz, das war so ein Motzen, so ein Hey, draußen ist irgendjemand, der mir nicht passt. Wir arbeiten daran. Und das sind halt auch meine Gene, was soll ich sagen? Ja, okay, da muss man sich nicht wundern. Mhm. Wo bist du gerade? Bist du gerade bei dir in deiner Wohnung in Berlin? Ich bin in einer Stadt in Berlin, ja. Genau. Im Boffis, das Bettoffice. Seit Corona gibt es das Boffis. Und ich, weil wir eh drüber sprechen wollen, ja. Keine Ahnung, warum ich nicht in den 40 Jahren vorher schon auf die Idee gekommen bin, dass jemand wie ich sehr wohl im Bett arbeiten kann. Jetzt habe ich hier so einen kleinen Tisch, du siehst es nicht, aber der Computer steht auf dem Tisch, der ist riesig, da passt hier noch Kaffee und so weiter und so fort. Unten Matratze, hinten Memory-Schaum. Fantastisch. Ja, super. Ich möchte nie wieder woanders arbeiten. Wie viele Stunden kannst du so arbeiten? Weil ich könnte mir vorstellen, irgendwann wird es auch trotzdem ein bisschen unbequem, oder? Nein. Nee? Nein, man kann doch liegen und knien. Und ich habe jetzt tatsächlich mit verhasstem Yoga angefangen, aber so Rücken-Yoga. Einfach, weil ich wirklich mich nicht viel bewege. Ich gehe zwar mit den Hunden irgendwie spazieren, aber im Grunde sitze ich die ganze Zeit bräsig irgendwo zu Hause rum. Ich mochte nie gern Sport und nix. Und jetzt fängt es aber an, dauernd irgendwo weh zu tun. Und dann wird mir schwindelig und das kann vom Nacken kommen. Und Und jetzt liege ich hier immer mit meinem Freund abends im Bett und machen dann so Yoga für absolute Anfänger. Also nicht nur für Anfänger, sondern für absolute Super-Loser-Anfänger. Okay, verstehe. Insofern habe ich das Gefühl, ich kann hier für immer sein in diesem Bett. Ja, das ist doch toll. Ist doch schön, wenn man das sagen kann. Mhm. Wie sieht denn momentan so dein Alltag aus? Also ich muss dazu sagen, vielleicht bin ich dann wieder so ein bisschen ein undankbarer Talkgast für Veränderung, weil mein Alltag eh immer so war, wie es jetzt in Corona-Zeiten ist. Ich bin wirklich eher unsozialer Mensch. Mich überfordert das, viel neue Leute kennenzulernen oder überhaupt dauernd reden zu müssen, weil man das ja auch beruflich schon macht. Und dann haben wir 3 Hunde, da muss man das schon auch ein bisschen wie Kinder haben, ist man eh viel zu Hause. Deswegen sind wir die ganze Zeit schon zu Hause und das ändert sich nicht so viel. Natürlich fallen Sachen weg, wie meine Nerdnacht zu Veranstaltungen oder irgendwie andere Geschichten, die für dieses Jahr geplant war. Aber ich habe schon eher Glück, wenn man ehrlich ist. Mir geht Geld flöten, aber nicht so, dass es die Welt ist und ich versuche mich anzupassen und andere Sachen zu machen. Deswegen, ich habe schon immer viel im Bett gelegen. Und privat triffst du dich auch dementsprechend weniger mit Leuten, wobei jetzt, wo die Lockerungen in Kraft treten, ist es ja auch wieder möglich. Wie ist es da bei dir? Ja, ich habe sowieso nicht so super viele Freunde. Ich bin nicht jemand, der dauernd mit Freunden ausgeht. Ich treffe dann einzelne Leute irgendwie so zum Spazieren. Das war ja von Anfang an dazu möglich, theoretisch. Wir haben
Zoom-Meetings, so ein paar Mädchen-Zoom-Meetings gemacht, das Klassische, was man überall sieht und liest. Und dann, um ehrlich zu sein, habe ich das so ein bisschen genossen. Ich kenne ein paar Leute, die damit notgedrungen angefangen haben und damit nochmal so eine ganz hübsche Kontinuität in die eigenen Freundschaften reingekriegt hat. Mhm. Das funktioniert ja viel besser zu sagen, lass doch jeden Montag einmal zoomen. Und natürlich ist das weird am Anfang und es ist steif am Anfang. Und ich finde eh, das ist beruflich mit dem gefilmt werden. Ich muss das nicht auch noch privat haben. Und ich sehe mich auch nicht gern. Ich habe dann immer so ein Word-Dokument davor, damit man sich... Ne, dass man nicht immer so wie in den Spiegel guckt, das ist ja auch komisch. Und dann kann man aber anfangen, das ein bisschen zu zelebrieren, finde ich so. Dann, dass man irgendwie anfängt, so gleichzeitig was zu trinken. Eine Freundin von mir macht mit ihrer Familie irgendwie Spieleabende über Zoom. Wie geil. Und das kommt mir entgegen als so Soziopath. Wobei, das bin ich natürlich nicht, Misanthrop vielleicht. Weil ich dann denke, ja geil, alle Sachen von aus dem Bett raus. So. Und deswegen so. Und ein paar Freunde sehe ich. Und Stefan, mit dem gehe ich spazieren, weil wir auch den Podcast zusammen machen. Was so ein bisschen blöd ist, ist, dass meine Oma so dolle krank war letztes Jahr und jetzt so ein Klappergestell ist und noch so ein bisschen in der Heilungsphase ist. Und die habe ich seitdem halt nicht mehr umarmt und so. Da wir treffen uns, was auch irgendwie cool ist, jetzt da immer auf der Wiese vor ihrem Plattenbau und zu sitzen da zu viert, die Weiber, meine Mutter, meine Tante, meine Oma, mein Freund, der nicht die Weiber ist, sitzen wir auf der Wiese und dann, ne, so mit 2 Meter Abstand und Mundschutz und sie ist komplett zugekleistert. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht. Das ist irgendwie so ein bisschen blöd, aber ja, sonst kann ich gut damit leben, ehrlich gesagt, mit allem. Ja, was so deine Freundschaften betrifft, klingt das ja sogar nach einem regelrechten Vorteil jetzt, den Corona mit sich bringt. Ich meine, diese Zoom-Meetings hättest du ja wahrscheinlich sonst nicht veranstaltet, oder, mit deinen Mädels? Nee, also wir haben es... Wir hätten uns dann stattdessen einfach richtig gesehen. Das ist so schon auch hübsch. Aber ich bin wirklich so jemand, der denkt dann auf, ach, jetzt aufstehen, jetzt dahin gehen. Und das ist dann auch schön. Und dann will man aber irgendwann auch wieder weg, weil ich auch nicht gut lange Zeit mit Menschen sozialisieren kann. Ich brauche einfach viel Sarah-Zeit. Und das ist mit einem Zoom-Meeting toller. Also auch der Podcast, den ich jetzt die ganze Zeit, wir haben ja in der Corona-Zeit doppelt so viel Podcast gemacht wie vorher, Stefan und ich, also 2-mal die Woche. Und haben das dann aber auch über Zoom oder irgend so ein, was weiß ich, einen von diesen Anbietern gemacht. Und auf einmal hat das so viel mehr Spaß gemacht als sonst, weil man eben nicht irgendwo hin und dann ist es da warm und eigentlich tut der Rücken weh, sondern jeder sitzt da, wo es ihm am schönsten ist. Wir sehen uns und können auch unseren privaten Kram besprechen, was wiederum für Zuhörer, glaube ich, toll war. Und danach ist zu und du kannst direkt Abendbrot essen, ohne irgendwo hinzugehen. Also ich mag das wirklich sehr und ich versuche das mir selber so ein bisschen als super zukunftsnah zu verkaufen, dass ich einfach großer Fan davon bin, falls Leute kommen und sagen, hey, man muss sich doch auch echt sagen. Dann kann ich sagen, ja, ihr hättet früher auch die Technik verweigert. Ist meine Rechtfertigung nur, ehrlich gesagt, aber ja. Ja, ich verstehe. Würdest du dich als introvertierten Menschen bezeichnen? Weil so klingt es auch tatsächlich. Tatsächlich, also ich habe neulich mal so einen Test gemacht, so einen Online-Test, nur so aus Spaß. Und dann kam raus, dass ich hochgradig introvertiert bin, was für mich totalen Sinn machte. Ich kenne mich ja selbst gut und meine Problematiken mit Sachen. Und nur, wenn man vor einer Kamera stehen kann und es auch gut oder gerne macht, heißt das ja nicht, dass man so ist. Also ich bin, ich fürchte, also lustig, du bist der erste Mensch, der mich darauf in irgendeiner Form mal anspricht. Quatsch, ich glaube, das ist jetzt das ironisch gemeint von dir, oder? Nein, wirklich. Die meisten Leute sagen Sachen wie, na sag mal, kommt man, bist du denn überhaupt irgendwann mal ruhig? Oder so kommt man, wie ist denn das, wenn du mit deinem Vater redest? Kommt da überhaupt jemand zu Wort? Mein Vater redet nicht ein Wort, wenn der privat ist. Ich könnte den ja nicht gesehen haben, der würde nur Hallo sagen, glaube ich. Und ich hänge auch viel rum. Natürlich quatsche ich mit den Hunden und mit meinem Freund, aber ich mag das am liebsten mit mir zu sein, in meinem engsten Kreis. Ich mache mich nicht gerne... Also, ich mache mich nicht gerne hübsch. Ich will keinen Aufwand für irgendwas. Ich will mich einfach wohlfühlen. Ich habe 40 Jahre gebraucht, um zu merken, dass es reicht, um mich glücklich zu machen. Deswegen kam mir das irgendwie so ein bisschen entgegen. Ja, interessant. Weil ich hatte mich neulich mit Lutz van der Horst unterhalten. Und der hat es nämlich auch gesagt, also sehr ähnlich wie du jetzt. Und da ist dann schnell auch zur Sprache gekommen, dass er eben introvertiert ist. Deswegen finde ich das bei dir jetzt auch sehr, sehr naheliegend. Ja. Also ich glaube, es spricht viel dafür, so ein bisschen. Also je enger, desto besser, je alleiner im Enger, je weniger Stress und so. Ich bin auch überfordert, wenn Leute mich erkennen. Ich werde auch schnell motzig und dann denke ich, ich bin schon gern mit mir. Ich bräuchte so den Ruhmteil an dem Promi-Sein zum Beispiel nicht.
Oder das, was so, ah, guck mal, ne, diesen Teil, ich kann das nicht beschreiben. Mir macht natürlich das Geld Spaß, mir macht der Job Spaß. Ich mag das natürlich wahnsinnig gern, dass ich mit Leuten irgendwas mache, also die irgendwie berühre und die mir dann wirklich E-Mails oder Briefe schreiben. Und das finde ich ganz toll, aber ich brauche nicht dieses, weiß schon, roter Teppich oder so. Das wird mir irgendwie auch immer mehr bewusst. So, es geht ja trotzdem. Man kann ja trotzdem leben und arbeiten, ohne draußen Promi zu sein. Ja, aber wie ist das, wenn dir jetzt Fans unterwegs begegnen? Kann ja schnell mal passieren, gerade in Berlin. Du bist ja auch viel draußen mit deinen Hunden. Wie reagierst du dann, wenn die dich Ich laufe halt immer im gleichen Dreieck hier mit den Hunden oder mal im Park. Und ich bin schon auch jemand, der dann doch immer irgendwie eine Mütze auf hat oder eine Sonnenbrille. Gar nicht, um nicht erkannt zu werden. Mir ist klar, dass das mein Gesicht nicht verdeckt. Aber ich habe dann das Gefühl, ein ganz bisschen sicherer zu sein, weil etwas vor meinem Gesicht ist. Ein Schirm oder eine Brille oder so. Es ist super weird. Und ich bin auch nicht Madonna. Ich werde ja nicht dauernd erkannt. Und ich werde, wenn, erkannt von Leuten, die in meinem Alter sind oder ein bisschen jünger. Und die pullern sich halt nicht sofort ein und schreien, können wir ein Selfie machen? Also ich habe auch dann noch die angenehmsten Fans oder Erkenner der Welt. Das sind erwachsene Menschen, die nicht doof sind, größtenteils. Was gut ist. Man könnte auch wirklich schlimmere Fans haben. Und die gucken dann und ich sehe das auch. Und dann flüstern die. Und wenn die unverschämt flüstern, sage ich ganz laut und winke dabei, hallo, ich bin's, ja, ja, so, um die dann einfach zu ärgern, weil ich denke, flüstern ist voll fein, aber wartet bitte, bis ich weg bin. Gönnt mir diesen Moment von, wir tun alle so, als wüssten wir nicht, was hier los ist. Und da kriege ich gar keine Probleme. Ich bin da viel paranoider, als ich ein Problem habe, wirklich. Das war früher zu Viva-Zeiten anders. Da kamen Leute und schrien, ey, Viva! Oder du stehst bei H&M und willst Schlüpfer kaufen, ne? Und dann sagen Mädchen, können wir ein Foto machen? Und dann denke ich so, nein, ich habe hier irgendwie so einen mittelguten Schlüpfer in Größe M in der Hand. Lass mal nicht machen. Und das ist aber schon lange vorbei. Und die Leute haben, glaube ich, auch ein bisschen Angst vor mir, weil ich auch super unfreundlich aussehe, weil ich so paranoid bin. Also paranoid ist Quatsch, aber du weißt, was ich meine. Ich denke immer so, mir sind zu viele Menschen und so. Man kann gar nicht auf der Straße in Ruhe hinfallen, ohne dass die Möglichkeit besteht, dass jemand sagt, Sarah Kuttner ist hingefallen. Mir fehlt es manchmal, so ein kompletter Niemand zu sein und theoretisch mitten auf die Straße zu gehen, die Hose runterzuziehen und dann ganz kleinen Kackhaufen hinzusetzen. Ich könnte den ja mit so einem Hundekotbeutel selber aufheben, aber sowas zu machen, ohne dass jemand weiß, wer das ist, so Quatsch zu machen, da ohne, dass die Leute nur sagen, hey, wer ist denn diese verwirrte alte Frau? Und nicht, Sarah Kuttner, war ja klar. Dann hast du dir aber wahrscheinlich wirklich den falschen Job ausgesucht. Mhm. Ich meine, gerade jetzt, wo du auch mit Extra 3 angefangen hast, ne? Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, glaube ich. Bereust du das manchmal? Nee, Quatsch. Du hast ja gesagt, der Job an sich macht dir aber schon Spaß. Ja, aber das ist kein gut ausgewogenes Verhältnis. Es ist leider wirklich so ein bisschen, hält sich die Waage. So, die eine Hälfte ist toll und macht Spaß und ist einfach und fällt mir leicht und unterhält mich. Und ich merke, dass was immer ich gut finde, es gibt Menschen, die das auch gut finden. Ich muss gar nicht mehr so tun, als wenn, sondern ich kann einfach nur noch blöd und albern sein und über Serien reden. Und die Leute finden es auch gut. Und das ist wahnsinnig schön. Und auf der anderen Seite macht man dann zum Beispiel Extra 3, was größer ist, und dann sind natürlich wieder direkt Leute, die das nicht gewöhnt sind und einen hassen und sagen, dass man zu schnell ist oder zu dick oder zu weiblich oder zu laut oder all diese Sachen. Und ich will das nicht, das tut mir weh, ich will das nicht. Das ist das Gegenteil von dem, was ich will, ist, dass Leute mich angucken und mich bewerten. Ich wünschte, mein Job wäre, dass die Leute mich nur angucken oder so. Aber jeder hat ja gerade zu jemanden wie mir, der auch nicht unkompliziert erscheint, eine Meinung. Da sagt ja keiner wie beim Jauch, 90% netter Mann. So die Hälfte hasst mich, glaube ich, er findet mich super anstrengend. Und deswegen in den Momenten ist es der falsche Job. Und mir ist es vor einem Jahr so richtig bewusst geworden, weshalb ich ja so eine Hundetrainerausbildung gerade mache. Nicht, weil ich jetzt notgedrungen Hundetrainer werden will, aber mich interessiert das Thema. Und ich hätte zumindest in der Theorie ein Standbein, mit dem ich spielen könnte, wenn mir das Promi-Sein keinen Spaß mehr macht. Ah ja. Und das war tatsächlich vor einem Jahr. Also Extra 3 ist ganz lustig, weil ich zum Casting gegangen bin und eigentlich, das kann ich jetzt mal verraten, dachte, ich glaube, ich will aufhören mit Fernsehen. Ich habe damals meinem Manager gesagt, ich möchte nur noch so meine Podcasts und die Nerdnacht. Ich möchte bitte kein Promi mehr sein. Und dann habe ich das Casting aber gewonnen und dann war das auch so nett da, dass ich dachte, naja, es schadet ja jetzt auch nicht. Einmal die Woche ist ja nicht so schlimm. Insofern ich möchte es wahnsinnig gern runterdampfen oder wenigstens auf eine Ebene dampfen, wo es nur noch um meine Unterhaltung geht, die im besten Fall jemand anders käuflich erwerben möchte. Ich will keinen Service mehr machen. Ich will mich nicht mehr
So, und dann, das muss ich machen, sonst werde ich verrückt. Denn du hast recht, gerade als Introvertierter habe ich mir den gänzlich falschen Job ausgesucht für mein persönliches Wohl. Jetzt hattest du ja gerade gemeint, du hattest dieses Casting gemacht, du wurdest dann auch ausgewählt. Wie ist denn das überhaupt dazu gekommen? Also wurdest du da so ein bisschen reingeschubst oder war das... Ganz klassisch, die sagen, wir suchen jemanden für eine, das ist ja auch nicht extra da, das gibt's ja noch weiter, das ist ja, die wollten nur noch eine zweite Sendung haben. Genau. Für, ne, wenn Christian irgendwie, was weiß ich, sehe da mal nicht durch. Also es ist quasi eine weitere Sendung. Und die hatten, und da haben die angerufen gesagt, könnte Sarah Kuttner sich das vorstellen, wir würden die gern casten. Und ich war so ein bisschen, ich möchte nicht zum Casting gehen, ich hasse Castings, weil das auch wieder ist, jemand guckt, ne, bewertet und entscheidet dann, ob ich gut bin oder nicht. Das ist für mein Herz irgendwie schlecht, nicht für meine Eitelkeit. Aber diese Situation bist du doch jetzt über die vielen, vielen Jahre, damals ja auch bei Viva, durchaus gewohnt. Eben nicht. Mein letztes Casting war Viva. Danach habe ich, was ich auch gut finde, Jobs bekommen aufgrund dessen, was ich bin. Ja. Also ich habe ja, man konnte ja raue Mengen, du hast ja aufgezählt, was ich alles gemacht habe. Ich kann dir zu jedem Thema, was ich beherrsche, ein Videoband geben und sagen, so mache ich Talk. So mache ich Talk im Studio, so mache ich Talk draußen, so mache ich Moderation, die ich selber geschrieben habe, so lese ich Moderation, die jemand anders geschrieben hat. Aber die sind natürlich eine Institution. Ich fand das schon toll und ich war schon auch sehr geehrt, weil ich dachte, oh, Extra 3 ist schon irgendwie lässig von all den Sachen, die es im Fernsehen noch gibt. Ist das schon was, vor allem, weil sich das ja auf so Alltagskram und nicht den politischen Kram beschränkt bei Kuttner. Und da bin ich ja total am Zahn der Zeit, ne? Der alltägliche Wahnsinn, da, das sehe ich ja dauernd. Und da dachte ich, na, da will man schon mal hingehen zum Casting. Dann war ich halt nur ein ganz bisschen eingeschnappt. Und es war mir ein bisschen egal, weil ich dachte, ach, selbst wenn nicht, ich werde ja jetzt Hundetrainerin. Und dann war ich da und auch entspannt. Ich bin immer entspannt in Castings, wenn ich denke, ihr seid mir alle egal. Bei Viva war ich mir auch ganz sicher, dass die mich nicht wollen, weil ich eine Woche vorher bei MTV grandios gescheitert bin, weil ich nicht blond und nicht dünn und nicht irgendwas genug war. Und bei Viva dachte ich dann, ja, deal with it. So sehe ich aus, so würde ich es machen. Ich finde euch alle doof. Und zack, hast du den Job. So. Aber wenn man authentisch ist, ist echt so. Ja. Und das war dann mein erstes Casting seit 20 Jahren oder so. Das war schon... weird irgendwie. Ja, gegen wie viele andere Teilnehmer hast du dich da durchgesetzt? Zwei. Zwei. Also es war jetzt nicht ein Casting. Die hatten einfach irgendwie drei Leute, die sie gut fanden, die sie von wo kannten, aus anderen Medien und die sie sich da super gut vorstellen konnten. Das macht auch Sinn. Sie haben mir danach dann erzählt, wer es war. Ich kannte die, glaube ich, gar nicht, aber den Hintergrund dachte ich, ah ja, klar, das warum nicht? Und dann hatten sie trotzdem irgendwie Lust auf mich. Ja. Ja, und wie waren dann die Reaktionen nach der ersten Sendung in den sozialen Netzwerken? Naja, Hälfte. Wenn in meinem sozialen Netzwerk fanden die Leute das toll und fresh und gut, dass mal irgendwie eine Frau da ist und eine Frau, die... Das sind ja deine Fans, ne? Ja, ja, also die mögen eben das, was ich da bin. Ich bin ja auch nur ich dann da, ne? Mit einem Text, den ich irgendwie entweder selber geschrieben habe oder so, also mir habe schreiben lassen von befreundeten Autoren, weil ich das wichtig ist, dass die meine Sprache können und dann arbeite ich drumherum. Und dann bin ich da auch nur ich. Also kein Wunder, dass meine Leute... das mögen und die extra drei Leute sind durchgedreht, die ganzen alten Säcke oder wer immer das, also bei aller Liebe, aber da guckt, die haben von der ersten Sendung angeschrieben, nie wieder diese, also auch so unkonstruktiv und unreflektiert. Man könnte ja auch sagen, die ist sehr viel schneller und lauter und vielleicht auch anstrengender als Christian Ehring, aber es ist doch eine gute Sache, mal was anderes und Christian ist ja nicht weg, aber da gab's, wie es immer ist, aufs Maul Deluxe, so. Und das auch jetzt immer noch. Was komisch ist, weil die Quoten gut sind. Die sind, glaube ich, ungefähr so plus minus, na, ein bisschen minus, aber wie die normale Sendung. Und die Leute mögen das schon. Man darf sich nicht davon leiten lassen, was die sozialen Netzwerke sagen. Sonst werde ich wirklich einfach Hundetrainerin. Wie ist es denn jetzt inzwischen mit dem Feedback? Also verfolgst du das überhaupt noch oder ist es dir inzwischen egal? Ja, das ist eben der Punkt. Ich mache das ja sowieso nicht so gerne. Ich falle immer darauf rein. Immer wenn ich was Neues mache, denke ich, ach komm, das ist doch so cool diesmal. Das kann ja unmöglich irgendjemand schlecht finden. Was natürlich Quatsch ist, weil alles kann ja jeder schlecht finden. Vor allem ältere Menschen, die eine Sache gewohnt sind. Wenn da was Neues kommt, Gott bewahre. Ich kenne es ja von mir selber als älterem Menschen. Na gut, aber wir... ich lese immer quer. Ich lese bei Extra immer quer so ein bisschen, weil ich denke, vielleicht jetzt habt ihr es jetzt gepeilt, dass ich ja gar nicht gefährlich bin. Das ist dumm. Und bei mir finden es die Leute irgendwie gut. Aber das, dem darf man dann eben auch nicht glauben. Ne? Ich kann natürlich nicht sagen, die haben Unrecht und die nicht, sondern ich kann am Ende des Tages, das merke ich immer wieder, nur sagen, ich kann es halt nur so. So wie ich Sachen mache, Bücher schreibe, Fernsehsendungen mache, das ist manchmal weirdly unprofessionell vielleicht oder so ein bisschen zu authentisch oder holperig, aber so mache ich das. Und ich mache das auch bewusst so, weil ich das einen schönen Weg finde, etwas zu machen.
Weißt du, was ich meine? Mhm. Etwas, was nicht ganz so glatt ist. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich mache es jetzt so. Und wenn jemand mit mir arbeiten will, dann muss er wissen, das kriegt er. Und dann mache ich das auch verlässlich. Ich weiß, dass ich dann darin gut bin. Und dann muss man einfach ausblenden, wie die Leute einen finden. Auch wenn sie einen super gut finden. Man muss einfach nur hoffen, dass man selber glücklich ist, dass man es genau so gemacht hat, wie man es will. Ja, und wie glücklich bist du? Bist du schon sehr glücklich? Zurzeit sehr. Mhm. Ich war das lange nicht. Also ich habe auch seit einer geraumen Zeit, ist auch privat alles toll. Und die ganzen Hunde und diese Ausbildung befriedigt mich wie Sau. Gar nicht, weil ich da lerne, wie man einem Hund Sitz beibringt, sondern du lernst halt alles über die Psychologie von Hunden und über Lernprozesse. Und du kannst jede kleine Regung in deren Gesicht deuten. Das ist so wie so ein permanenter Wissensorgasmus. Ich sitze da immer in den Seminaren, die Leute hassen mich, glaube ich. Ohne Scheiß. Ich sitze da und schreibe jeden Mist mit und ich habe glänzende Augen und ich stelle Fragen und die Leute machen schon Witze über mich. Sarah wieder. Also das ist irgendwie cool und die ganze Corona-Geschichte, natürlich ist das beschissen, das weiß ich schon. Ne? Wir müssen nicht über Wirtschaft und das ist eine Pandemie, aber was es sozial mit mir macht, ist mir angenehm, kommt mir entgegen, gibt mir Zeit, mich zu erholen. Ich hatte ein anstrengendes letztes Jahr und da brauchte ich auch meine Birne und mein Serotonin und so. Wir brauchten Ruhe und deswegen geht es mir gerade tatsächlich sehr, sehr gut. Ich fühle mich komisch, naja, jetzt nicht angekommen, aber ich kann mich immer selber immer mehr besser gut verstehen. Und das ist irgendwie gut, denn ich bin anstrengend. Es ist wichtig, dass man mich gut versteht. Und ich kann mich langsam gut verstehen. Das ist irgendwie das Beste. Und alle um mich herum verstehen mich auch sehr gut. Okay. Bist du glücklich? Du siehst, also man sieht dich jetzt ja nicht, aber ich sehe dich. Du siehst zufrieden aus, gestresst, aber zufrieden oder so. Du hast ein schönes, glückliches Gesicht. Man muss halt auch dazu sagen, kleine Vorgeschichte. Ich habe heute von dem Flo, der macht so PR für dich, ne? Habe ich dann die Info bekommen, ja, du, das mit Skype wird ein bisschen schwierig, mach mal lieber Zoom und so. Und das hat ja dann auch geklappt, aber das sind so diese kleinen Momente, wo man so denkt, so, gerade das hat jetzt noch gefehlt, ne, wo dann doch so ein paar Schweißperlen alles gut, war jetzt auch nicht als Kritikpunkt gemeint oder so, aber dann ist man natürlich auch umso froher, wenn es dann am Ende klappt und man halt einen lockeren Plausch macht, ne. Und aber grundsätzlich, wie ist dein Leben? Also jetzt, du musst mir keine Details erzählen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie, lass mal zufrieden sagen, weil glücklich ist halt auch immer Quatsch, ne? Glücklich ist ja zufrieden, immer so ein Zwischenstand. Zufrieden, ja. Also ich glaube, es ist auch schwierig, das so vorzutäuschen oder zu heucheln, wenn man eben total unzufrieden ist, aber das zu verkaufen als eine Zufriedenheit. Ich glaube, das funktioniert vielleicht bei dem einen oder anderen, aber nicht bei vielen. Bei mir wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und ich bin auch sehr glücklich über diesen Talk, den wir jetzt gerade machen und über die Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Okay. Ja. Also sag mal, von 1 bis 10, alles dein gesamtes Leben betreffend von 1 bis 10 oben ist ganz zufrieden. Wow, du stellst aber diebe Fragen. Extra nicht so dieb. Ich frage nicht nach Details. Schon so. Und du könntest jederzeit lügen. Na, schon so eine 7,5 würde ich sagen. Ach gut, ich hätte auch eine 7 gesagt. Du hast ein 7 Gesicht. Also die Zufriedenheit in deinem Gesicht, nicht die, du weißt, was ich meine. Ja. Du hast gute Bäckchen. Du siehst aus wie jemand, der wahrscheinlich oft zufrieden aussieht. Weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich, ja. So eine Niedlichkeit also, auch. Naja, ich glaube, ich bring einfach so eine Grundzufriedenheit mit. Und ich glaube auch, wenn du den Leuten damit begegnest, mit dieser Grundzufriedenheit, dann widerfährt dir auch so schnell nichts komplett Negatives, was dich total aus der Bahn wirft, weißt du? Ja, geil, das kann ich nicht. Ich arbeite noch daran. Grundzufriedenheit habe ich nicht. Ich bin froh, erstmal so ein gleichbleibendes, hohes Level zu haben, aber es ist noch keine Grundzufriedenheit. Naja, gut, aber vielleicht kommt das. Aber ich glaube, es ist ein gutes Jahr, um das zu arbeiten, ja. Ja, das ist schön. Du kommst mir, als du das gerade so beschrieben hast, in dieser Hundeschule, ist das eine Hundeschule oder nee, wie sagt man? Ja, es ist eine Hundetrainerschule. Hundetrainerschule, quasi. Genau. Also eine Ausbildung für Hundetrainer. Du kamst jetzt ein bisschen streberhaft daher, als du so gemeint hattest, und ich melde mich halt immer und ich gelte auch bei den anderen so als immer die, diejenige, die immer fragt und ganz viel mitschreibt und so weiter. Wie waren das bei dir zu Schulzeiten? War das da ähnlich? Nein, gar nicht. Ich denke oft an Schulzeit auch zurück. Also Streber ist da jetzt auch so ein falsches Wort, weil ich strebe nirgendwo hin. Ich bin einfach nur so wortwörtlich geil auf das Wissen. Das ist so wie, wenn du einen sehr leckeren Kuchen hast und auch ein bisschen mehr isst, als du kannst und so. Das ist eher dieses Gefühl. Ich will niemandem gefallen. Ich stelle ja auch nur Fragen. Ich beantworte keine Fragen, sondern ich sage, Entschuldigung, aber erklären Sie es mir nochmal genauer. Was passiert beim Bebebe? Das ist einfach nur eine pure geistige Selbstbefriedigung. Das ist wirklich
Das ist wirklich so Hirnwichsen. Ich sitze da 4 oder 6 Stunden am Wochenende immer und bin echt so, oh Gott, das ist super. Oh Gott, das ist super. Und wer hatte das denn bitte schon in der Schule? Also in der Schule habe ich mir ja zu keinem Zeitpunkt ausgesucht, was ich lerne. Und das ist auch gut so. Mir ist vollkommen klar, dass ich nur Süßigkeiten, Lehre und Malen oder so genommen hätte. Aber wenn du bei Mathe sitzt, weißt du, oder auch Chemie habe ich nie verstanden. Und selbst so reingeprügeltes Deutsch in den 80ern, 90ern zur Schule zu gehen im Vergleich zu heute ohne Internet, ohne Filme, bis da so ein scheiß Videorekorder reingekarrt wurde nach der Wende. Weißt du, was ich meine? Ja. So ist Lernen nicht schön. Und ich habe keinen persönlichen Bezug dazu gehabt, außer vielleicht irgendwann in Englisch, weil ich gut war darin und das mochte. Da war das ähnlich. Und in Kunst, deswegen habe ich in beiden Fächern Abitur gemacht. So, aber auch nie in dem Ausmaß wie jetzt. Ich war kein Streber. Ich habe geschwänzt wie Sau. Ich habe geschummelt und so. Ich war wirklich faul. Ich habe auch nur so ein Dreier-Abitur, so ein mit Ach und Krach. Jetzt strenge ich mich noch mal kurz an, damit es nicht so schlimm wird. 3,3 sogar, glaube ich. Wow, ich dachte schon, ich wäre schlecht. Ja. Ja, danke. Aber ist so. Und das ist mir egal. Weißt du was? Ja. Dieses, du hast doch damals auch dieses beglaubigte Abiturzeugnis bekommen, ne? Mit Stempel und mit Notar und eine Kopie. Mein ganzes Leben lang habe ich das nie wieder irgendjemandem gezeigt. Ich habe neulich während Corona meine persönlichen Papiere sortiert und ich glaube, ich bin der erste Mensch, der seit 20 Jahren dieses Abiturzeugnis gesehen hat. Also für einen Arsch. Ich hätte es mit 6 machen können. Und das ist irgendwie cool, ehrlich gesagt. Und jetzt sitze ich hier mit 3 Hunden um mich rum und bin irgendwie glücklich und 3,3er Abitur. My ass. Also das klingt auch so ein bisschen nach einer Abrechnung mit der Schulzeit. Hast du noch Kontakt zu einigen Klassenkameraden? Nee, aber ich war auch in der Schulzeit schon komisch mit sozialen Kontakten. Ich hatte die eher durch Zufall auch außerhalb in so einem Jugendclub und so. Und das waren dann meine engen Freunde. In der Schulzeit, die war nett und so, aber das waren nicht meine engen Freunde. Nee, gar nicht mehr. Also aus der Schule tatsächlich nicht. Aber ich habe die jetzt auch nicht gehasst. Das hat mir nur keinen Spaß gemacht. Ich war nie ein Frühaufsteher, schon als Kind nicht. Das war unerträglich für mich, so früh da zu sein und dann auch funktionieren zu müssen. Das ist ja heute immer noch so. Ich verstehe es nicht. Es ist, glaube ich, biologisch nachgewiesen, dass das für Kinder Kacke ist. So früh in der Schule zu sein. Ich hatte da teilweise noch 0. Stunde, was auch absurd ist. Ja, kenn ich. Ja, und ach, na klar, du bist ja auch Ossi, ne? Ja, klar. Ja. Ja, genau. Und naja, und samstags früher noch. Ja, ne? Kenne ich auch. Aber wobei, das waren aber auch maximal so 4 Stunden. Ne? Ja, es war nicht oft. Und 2 davon waren Sport. Aber Sport ist für mich eine persönliche Bestrafung, kann mir doch keiner erzählen, damit die Sari sich mal auflockert. Also Schule war auch früher nicht attraktiv. Wir hatten ja auch nichts und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, dass jeder seine Schulzeit halbwegs so machen muss, wie es ist. Aber ich hätte gern heute Schule, was man sich für geilen Scheiß online angucken könnte. Ja, wenn du bestimmte Sachen nicht verstehst. Also ich habe das durch meine ganzen Homeschooling-Freundinnen auch mitbekommen. Und es macht ja auch Sinn, wenn ich was nicht verstehe, entweder was Mathematisches, weil ich irgendwas, keine Ahnung, gehe ich ins Internet. Ich werde irgendjemanden finden, der mir in einem Tutorial das erklärt. Ja. Loving it. Dann hat man ja auch richtig Bock, das zu verstehen. Aber wenn du es dir einfach selber aus einem Buch machen musst, schreibst es einfach ab. Ich habe Spickzettel geschrieben ohne Ende. Ich glaube, ich fände Schule heute geil. Du nicht? Ich find's interessant, wie wir auch jetzt so retrospektiv darüber reden, über die Zeit von vor, weiß ich nicht, 20 oder sogar 25 Jahren. Weil ich bin so ein Typ, der schnell Sachen glorifiziert oder ja, keine Ahnung. Ich weiß, dass vieles scheiße war, keine Frage, ne? Aber irgendwie will das in meinen jetzigen Kopf von 2020 nicht so richtig rein. Bei dir, du bist da realer, ne? Nee, aber wie alt bist du? Auch so wie ich doch wahrscheinlich. 38. Ne? Ja. Aber das ist ja vollkommen nachvollziehbar, woran das liegt. Wir waren ja nur Kinder. Du warst, was warst du denn? 8 oder was da, als die Wende war? Ach so, ja. All dein nostalgisches und ostalgisches Gefühl kommt halt, weil das deine Kindheit ist. Die wichtigste Zeit in deinem Leben hat in diesem Umfeld stattgefunden und deine Eltern sind so geprägt. Meine Mutter sagt bis heute manchmal noch, ich fahre nicht im Westen Auto, will ich dir eine Backpfeife geben und sagen, Mama, ey, sind die gleichen Straßen. Aber so, das ist das, was wir mitbekommen haben. Das ist lustig, weil du Warten auf den Bus gesehen, wahrscheinlich, ne? Warten auf den Ja, ganz tolle RBB, winzig klein, 2 Brandenburger an der Bushaltestelle. Ich bin mir sicher, du wirst es lieben. Ich habe die Filmbeschreibung nur gesehen, ja, jetzt wo du es gerade sagst.
es hat mich wahnsinnig berührt. Ich habe in fast jeder Folge weinen müssen, nur so ein bisschen. Und zwar, weil die einfach zwei Ostler sind, die erzählen, wie das Leben, wie schwer das ist irgendwie, wenn man so als Jugendlicher von der Wende vergessen wird irgendwie. Und ich musste immer heulen und dachte immer, wie doof. Ich war 10, ich habe doch gar nichts mitbekommen. Wie affektiert ist, ich habe doch kein Ostgen in mir. Und bis dann eben irgendjemand anders zu mir meinte, na ja, deine Eltern, du bist, das ist deine ganze Sozialisierung, klar, auch bis du erwachsen wurdest. Deswegen sind wir dennoch irgendwie Ostler und deswegen kommen, spüren wir so Sachen. Und deswegen hast du das Gefühl, ja, ja, ich weiß, es war nicht alles schlecht. Hm. Das weißt du aber nicht, denn du hast es nicht erlebt. Du weißt nur, dass man das sagen, es war nicht alles gut. Man muss das einfach sagen. Wir müssen das sagen. Aber wir haben das so nicht gefühlt. Für mich war es super gut. Ich bin am Hackischen Markt als Kind über die Höfe gerannt. Da war nichts. So, ich hatte eine geile Kindheit. Ich bin am Fernsehturm die verbotenen Dinger hoch und wieder runtergerutscht und so. Meine Kindheit war eigentlich ganz gut. Hm. Aber wir wissen, die böse DDR und so. Ich glaube, deswegen hast du dieses Gefühl, weil das dein Familie, dein, das ist dein Großwerden. Ja, ja, könnte sein. Jetzt hattest du gerade diese Serie angesprochen, Warten auf den Bus, ne? Ja. Ja, genau. Da sind wir eigentlich schon wieder beim nächsten Thema, nämlich das kleine Fernsehballett. Du hattest es ja vorher schon mal kurz angeteasert, sag ich mal. Das ist ein Podcast, den du zusammen mit dem Stefan Niggemeier machst. Und ihr redet in diesem Podcast übers TV-Programm. Also, ehrlich zu sein, eher so um so die Serienkultur gerade, ne? Ja. TV gucken wir kaum noch, aber ja, Serien, also Netflix, Prime, Sky, all diese ganzen Serien. Das heißt, aber Fernsehproduktionen sind da manchmal schon dabei, die schummeln sich manchmal. Ja, so ja, rein. Auch. War das eine Katze, die gerade hier vorbeigelaufen ist? Nee, das hat neulich Marc Beniger auch schon gedacht. Das ist eine Fliege. Es ist aber, vielleicht ist es sogar dieselbe Fliege von vor 2 Wochen. Ich weiß es nicht. Und das ist eine riesige Fliege. Ich dachte, das das ist nur eine kleine Kamera. Die Fliege ist normal groß. Ah, super weird. ja, wir machen auch Fernsehen. Wir machen mal aus Spaß Traumschiff und wir haben auch immer eine Rubrik, die heißt Hausaufgaben. Da bestrafen wir uns oder geben uns gegenseitig Aufgaben. Die sind meistens im Fernsehen drin, so Nachmittagsprogramm. Und da muss der das gucken und dem anderen beschreiben, wie es war und so. Also das machen wir schon auch, aber der größere Teil der Besprechung geht für richtig Serien raus. Ja, was gibt's denn momentan, was du so total empfehlen kannst? Oder gibt's aber auch Sachen, über die ihr euch mega aufregt? Also bei dir könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, wir regen uns dauernd auf. Und wir machen es auch schon so lange, dass wir auch genau wissen, wie der andere das wohl finden wird. Wir sprechen vorher nicht miteinander, damit wir uns überraschen, wie wir die Serien finden. Ja, super. Ja, wir sind jetzt leider gerade in der Pause. Aber ich habe stattdessen, ach gut, dass wir darüber sprechen. Du bist der Erste, dem ich das sagen kann. Bei ARD One läuft ja Seriös. Das ist ja das Gleiche, nur im Fernsehen. 4 Leute reden im Fernsehen über Serien und das mache ich jetzt die nächsten 3 Folgen zusammen mit meinen Kollegen Robert Hofmann, Emily Thumi und Hannah Hugo und das wird toll und da haben wir, ich komme drauf, es kommt am 30.06. 21 Uhr irgendwas auf ARD One. Nagel mich nicht drauf fest, aber da haben wir The Great besprochen, das hatte Emily mitgebracht und das ist fantastisch, fantastisch, eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe, so eine Satire, so eine historische Satire über Katharina die Große, in britisch und wahnsinnig lustig und ja, es ist selten, dass ich nichts zu meckern habe und da hatte ich nichts zu meckern, das würde ich wirklich in die Welt rausschreien, dass man das gucken sollte und Seriös in ARD One schadet auch nichts. Es ist wirklich so, die Leute sind ganz traurig. Ich bin immer so leicht zu rühren. Mhm. Die Leute schreiben jetzt jeden Mittwoch, ach man, jetzt ist kein Fernsehballett mehr. Wir haben uns so an euch gewöhnt, vor allem in Corona. Und dann sind die alle so schnüff, schnüff und dann freue ich mich irgendwie darüber. Und dann denke ich, ist doch cool, wenn ich jetzt, kann ich gleich weitermachen im Fernsehen mit Serien. Die Leute sind echt niedlich. Gute Fans sind gut. Aber Moment mal, das kleine Fernsehballett, das geht doch dann aber wahrscheinlich nach dieser Fernsehreihe, geht es doch dann aber sicherlich weiter, oder? Ja, das ist vollkommen unabhängig voneinander. Okay. Aber die suchten jemanden, der sich damit beruflich beschäftigt mit Serien und ja, gut. Mache ich ja. Und das ist natürlich auch wie ein Kindheitstraum, ne? Fürs Fernsehen bezahlt werden. Absurd. ja, das ist toll. Ist wirklich toll. Und trägt dazu bei, dass ich Sachen mache, die mir Spaß machen und die trotzdem jemand bezahlen möchte. Und das ist ja irgendwie cool. Was hat denn dich zuletzt total aufgeregt? Also zum Beispiel jetzt im linearen Fernsehen. Schaust du überhaupt noch linear Fernsehen? Nee, oder? Nee, also ich schaue auch viele Sachen aus dem linearen Fernsehen in der Mediathek. Ich benutze kaum den Fernseher, weil der Ton so schlecht ist und so weiter und so fort. Doch, mich hatte neulich irgendwas sehr aufgeregt. Ach, die schlimme Pocher-Geschichte. Pocher, ehrlich, gefährlich, ehrlich oder was das war. Da haben wir die erste Sendung gesehen von. Und das war, da habe ich mich richtig ein bisschen zu sehr reingesteigert, auch ehrlich gesagt. Aber ich hasse diese
die Faulheit von Olli Pocher, der hat richtig Potenzial, der ist wirklich lustig, der ist auch nicht blöd und der ist informiert. Der hat also alles, was es braucht, um lustig zu sein. Und stattdessen ist er einfach nur faul. Er sagt immer die gleichen Sachen. Immer wenn es um die Kleidung von Leuten geht, die er doof findet, sagt er Pimp, Gi und H&M. Und immer wenn er irgendwas Fleischfarbenes sieht, sagt er Penis oder Kacken. Und immer wenn er den Wendler sieht, sagt er egal und macht Witze über seine junge Freundin. Der gibt sich keine Mühe, wie gut der sein könnte, wenn er sich bemühen würde. Und ich finde es eklig, dass er so viel Geld dafür kriegt, sich nicht anzustrengen. Bam, schon wieder gerantet aus Versehen. Das ärgert mich einfach. Aber vielleicht, das ist Verarschung am Zuschauer. Aber vielleicht fällt auch nur dir das so sehr auf, weil du den so gut kennst und so viele Sachen von ihm verfolgst. Ich kenne ihn nicht gut. Ich kenne ihn überhaupt nicht aber gut. Damals, ich verfolge nichts von dem. Damals zu Biber-Zeiten seid ihr euch doch zumindest auf dem Flur begegnet. Keine Freunde. Ja, na genau, dann ist man sich auf dem Flur begegnet. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als Viva abgeschaltet wurde und da saß ich zwischen Mola und Pocher, die sich gegenseitig erzählt haben, was über sie auf promi.de oder vip.de geschrieben wird. Sowas. Mhm. So, da sitzt du dazwischen und denkst, oh Gott, ich will bitte nach Hause zu den Leuten, die ich gerne habe. Der ist, glaube ich, ein guter, oder weil ich weiß noch nicht, ob der ein guter Typ ist, aber der ist faul. Faul as fuck. Und ich wusste noch nicht mal, dass der überhaupt was hat, also dass der eine neue Sendung hat. Das war ein bisschen peinlich, weil ich so zu Stefan meinte, na ja, was, der kann doch nichts reißen. Und dann meinte Stefan, nein, der ist überall dauernd auf RTL und 500 Trilliarden Instagram-Follower und so. Und der ist grundsätzlich auf der guten Seite, was Corona angeht und Verschwörungstheorien. Und der ist schon schlau. Der ist einfach nur ein weiß ich nicht, lazy fuck. Das ist Oliver Pocher, ein lazy fuck. Und dafür gönne ich ihm die Kohle nicht und nicht das. Andererseits finden den dann auch nur die doofen Leute gut. Und das gönne ich ihnen, weil mich finden die guten Leute gut. Du musst es jetzt unterbrechen. Ich könnte stundenlang. Nee, genau das brauchen wir ja. Und das ist auch das Geile am Podcast-Format, ne? Dass wir an keinerlei Zeiten gebunden sind. Ja, aber ich will das auch nicht. Ich steigere mich dann da so rein, weil dann finde ich mich selber auch doof, weil ich denke, bin ich vielleicht am Ende nur neidisch, aber diese Frage habe ich mir gestellt und es ist kein Neid. Neid bedeutet ja, ich will das haben, was der hat, aber es ist Missgunst. Ehrlich gesagt bin ich missgünstig. Ich gönne dem für diesen Aufwand an Arbeit nicht diesen Amount an Geld und Aufmerksamkeit und Bewunderung. Geht das denn, ist das so? Vielleicht ist es ja ganz direkt so eine Kuttner-Pocher-Geschichte oder geht dir das auch bei anderen, Moment, also du kennst dieses Gefühl auch von anderen, die du irgendwie verfolgst oder mal reinsetzt. Ja, ne, die Leute, die Welt ist voll davon, aber er macht das sehr progressiv einfach, dieses sich nicht keine Mühe geben. So, und Stefan war auch vollkommen außer sich und auf Twitter habe ich viele Meldungen bekommen, die gesagt haben, endlich sagt das mal jemand genau das. Nicht nur nicht, dass er einfach doof ist, sondern dass er eben faul ist und sich auf etwas verlässt, was nicht gut genug ist, um sich darauf einfach zu verlassen. Und mir fällt, wenn ich nachdenken würde, würden mir bestimmt noch andere einfallen und vielleicht würde ich es dann aber gar nicht so benennen wollen, weil die vermutlich nicht so groß sind. Und dann denke ich, ja, das soll jeder machen, wie er denkt. Das ist nur so ein persönliches Ding, das finde ich dann toll. Aber bei Pocher finde ich es irgendwie Verschwendung an Gebührengeldern, auch wenn der gar keine Gebührengelder kriegt. Aber ich wollte gerade sagen. Was ich meine? Nee, mir ist das schon klar, aber ich habe trotzdem so das Gefühl, es ist ein großer Beschiss am Zuschauer. Dieser Mann kriegt zu viel Geld dafür, dass er genau nichts macht. Ja. Okay, ja, das hast du doch schön auf den Punkt gebracht. Habe ich schön auf den Punkt gebracht in 800 Minuten oder wie viel ich gerade gerantet habe. Dann lass uns gerne mal das Thema wechseln, bevor da die nächsten Sätze kommen, die ich dann wegschneiden muss. Nein, du musst überhaupt nichts wegschneiden. Okay. Ich denke immer, wenn ich es jetzt gesagt habe, dann ist auch egal. Aber du sag mal, wie ist denn das eigentlich? Also bei Pocher ist es ja so, das konnten dann schon viele mitverfolgen, auch unfreiwilligerweise, dieser Beef zwischen ihm und dem Wendler. Wenn du jetzt so eine Äußerung machst, wie, na, er ist irgendwie reich as fuck oder so, keine Ahnung, irgendwas Missgünstiges sagst. Oder faul as fuck, genau, so hast du es gesagt. Rechnest du dann auch schon ein bisschen damit? Es könnte ja passieren, dass er das irgendwie mitkriegt, dass ich das gesagt habe und dass es dann so medial vielleicht irgendwie ausgeschlachtet wird. Ich habe diesen Rant ja auch schon mal beim Fernsehballett gemacht und ich glaube sogar, ich sag ja, der Pocher, der ist ja nicht doof, der ist vor allem einfach nur faul. Ich glaube, dass ein Teil von dem auch weiß, dass ich vielleicht recht habe und vielleicht denkt er sich sogar, ja, und genau dafür habe ich mich entschieden, was irgendwie auch fair ist, ne? Warum höher springen, als man muss. Aber mich persönlich turnt das ab und als Fernsehkritikerin muss ich sagen dürfen, dass das ist, was mich abturnt. Nicht das Studio, nicht, dass seine Frau da sitzt, nicht, dass die Texte nicht gut geschrieben sind, sondern dass man sieht, dass er gesagt hat, ach komm, schreib mir keine Texte, ich krieg's schon alleine hin und es dann nicht hinkriegt. Das finde ich eklig. Und tief in dem drin weiß er es entweder oder er findet mich furchtbar, was ich
nicht glaube, weil so einen ganz weirden Draht hat man dann irgendwie schon trotzdem aufgrund einer gemeinsamen Vergangenheit. Und unterm Strich ist es mir egal. Ich glaube, ich bin nicht ansatzweise wichtig genug, als dass die Bild-Zeitung darüber schreiben will. Ich würde eh über sowas nicht reden. Ich will nur ehrlich sein dürfen. Und wenn jemand sagt, wie findest du gefährlich ehrlich mit Pocher, dann würde ich sagen, faul as fuck. Okay. So. Ja, sehr gut. Ich würde gerne auch noch mit dir über Kuttners schöne Nerdnacht sprechen. Die hattest du vorhin auch mal kurz erwähnt, dass die eben gerade nicht stattfinden kann, Corona-bedingt, wie so viele andere Shows auch. Vielleicht kannst du mal kurz das Prinzip von der Nerdnacht erklären für denjenigen, der es nicht kennt. Und, ja. Und auch mal sagen, wann es denn dann überhaupt weitergeht, wenn du es überhaupt schon weißt. Eine Nerdnacht ist im Grunde, ist das eine Institution, die es schon in den Staaten schon ewig gibt. Das ist ein bisschen vergleichbar mit Science Slams oder, naja, Poetry Slams, nicht so richtig. Im Grunde Menschen, die wissen, einfach ein spezielles Wissen, was aber für die Masse interessant sein könnte, weil es so speziell ist, vortragen. Da, im Grunde sind das bei mir einfach vier Menschen, normale Menschen, keine Promis, Leute, die sagen, ich möchte gern etwas erzählen über die Bedeutung von Senf im amerikanischen Hip-Hop oder über Tierpenisse oder über warum muss man von Bier pinkeln oder welche Unterschiede gibt's bei Olivenöl. Und die kriegen dann im Franz Club in Berlin bei mir 15 Minuten Zeit, machen eine Präsi mit Video, GIF, was auch immer, mir vollkommen wurscht, Tanzerei, und haben dann 15 Minuten Zeit, um dieses Thema den Leuten nahe zu bringen. Danach stelle ich ein paar Fragen, dann geht's weiter, vier Leute, eine Abend. Es ist fantastisch, weil es einen nie langweilt. Und selbst wenn es einen langweilt, dann sind es halt nur 15 Minuten. Und die meisten Sachen sind nie langweilig, weil die Leute sich immer ein bisschen mehr auf Humor versuchen zu, um aufs Nummer sicher zu gehen. Dabei liebe ich die Sachen, die gar nicht lustig sind, sondern interessant. Weißt du, wenn man so denkt, was? Ich wusste nicht, dass Entenpenisse Widerhaken haben und die regelmäßig Entenfrauen vergewaltigen. Das werde ich nie wieder vergessen, dieses Wissen. Und das machen wir eigentlich einmal im Monat. Nee. Jetzt weiß ich es. Ich weiß auch, was der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Olivenöl ist und warum man von Bier pinkeln muss. Und das geht jetzt leider nicht. Wir machen das einmal im Monat. Aber ich habe jetzt beschlossen, ich will das wieder machen. Ist mir egal. Und wir zeichnen jetzt im Juli eine Zoom-Version auf mit Prominenten diesmal, weil das eh auch immer cool ist, weil ab und zu habe ich Prominente da und sag mal noch nicht mit wem, weil ich nicht weiß, ob das final klappt, aber wir werden es aufzeichnen wie so eine Zoom-Session. Jeder hat Jogginghose an, das ist Pflicht. Und jeder muss es muss ja aufpassen, also nicht Rechte, sondern die Rechte von Videos und so. Das geht dann nicht. Das in so einem Club, ne, guckt, ne, andere Geschichte. Ein bisschen. Und wir machen es, also das wird, glaube ich, toll, mit Saufi und mit Jogginghose und so. Und dann werde ich das einfach gegen ein kleines Geld, weil ich muss schon auch Geld verdienen, stellen wir das online, sodass man sich das einfach so eine Eintrittskarte kaufen kann. Und das ist schon cool, weil viele Leute da immer hinwollen, aber das findet halt in Berlin statt und dann wollen die natürlich nicht extra anreisen und dann kann jeder sich das mal im Internet angucken. Und wenn das gut funktioniert, dann mache ich das, glaube ich, auch ab jetzt immer regelmäßig mal als so eine Zoom-Call-Geschichte. Dann vielleicht immer die Promi-Jogginghosen-Edition oder so. Okay, aber wenn dann die Ausgangs- beziehungsweise die, wenn du wieder Veranstaltungen machen kannst, dann würdest du es auch wieder machen. Ja, unbedingt. Das ist toll da, weil der Franz-Club ist so klein und alle sind so ein bisschen betrunken und das ist sehr eng, was wahnsinnig gut ist für die Leute auf der Bühne, denn die sind immer aufgeregt. Das ist oft deren erster Auftritt da. Das ist schöner so. Das Publikum ist wahnsinnig liebevoll, weil die spüren die Aufregung und die haben Bock. Und dann alle, die von der Bühne runterkommen, sagen immer, oh Gott, das war so toll, die Leute sind so lieb, es wird gepfiffen. Selbst wenn du ein Blackout hast, dann wird geklatscht und so. Ich würde das nie aufgeben wollen. Aber so könnten die anderen in Deutschland das auch mal sehen und das wäre mit den Promis leichter und so weiter. Mal gucken. Was wäre dann dein persönliches Nerd-Thema? Ach, naja, aller möglicher Hundekram. Und ich neige dazu, ich wollte immer mal einen Vortrag machen über Ben & Jerry's, weil die so eine tolle Internetseite haben mit Friedhof von Eissorten, die es nicht mehr gibt. Und ich liebe Eis und so. Und ja, Hundekram. Und dann habe ich auch mal überlegt, jetzt hält es mir nicht mehr ein, da war noch irgendwas Tolles. Da müsste man sich ein bisschen reinfuchteln. Ach ja, ich bin ja so ein Optimierer. Ich bin immer so jemand, der Sachen, die schon sehr gut funktionieren, immer noch so zerbastelt, dass sie noch besser funktionieren. Zum Beispiel hinter mir siehst du eine winzig kleine Fernbedienung oben auf meinem Bett drauf. Ja. Die macht, dass ich vier verschiedene dekorative Lampen und einen Ventilator hier im Zimmer aus dem Bett aus bedienen kann. So jemand bin ich. Und darüber mal, dass ich so meine besten Optimierungen einfach vorstelle. Und du nennst, also du hast eine Fernbedienung für diese ganzen Gerätschaften und nennst aber den Pocher faul as fuck.
Ich bin auch faul as fuck, aber nicht gegen Geld. Weißt du, was ich meine? Hier bin ich faul as fuck. Mein Freund muss in die Küche gehen und bringt mir immer Essen. Ich habe jedes Mal gesagt, oh bitte, ich kann doch selber gehen. Aber er macht's halt jedes Mal. Also gebe ich auf und sitze und drücke. Ist ein hartes Leben, ne? Es ist ein sehr hartes Leben. Ich habe dir gesagt, ich werde dieses Boffes nie wieder verlassen. Es ist tatsächlich, kann sein, dass ich hier begraben werden muss, neben meinem noch lebenden Mann dann leider. Ich möchte hier für immer liegen. Ja gut, kann man sich wahrscheinlich Schlechteres vorstellen. Das ist interessant, wie umtriebig du bist, wie unfassbar umtriebig, denn dein Buch Kurt wird ja verfilmt. Ja. Wobei das ist ja nicht meine Umtriebigkeit. Nö, das ist ja aber, Schweigers Umtriebigkeit. Ja gut, aber du hast die Grundlage geliefert mit der Romanvorlage. Ne? Mhm. Man muss vielleicht dazu sagen, das ist letztes Jahr erschienen. Inzwischen gibt es das, inzwischen gibt's das auch als Paperback. Ne, seit ein paar Monaten. Und ja, genau, vielleicht kannst du einfach mal kurz was dazu sagen. Wie ist es dazu gekommen? Weil du drehst ja auch nicht mit einem ganz Unbekannten. Ja, unaufregend. Die sind ja so Filmemacher, gucken sich, glaube ich, immer. Ich habe keine Ahnung, wie es läuft, ehrlich gesagt. Irgendjemand sieht irgendwessen ein Buch und sagt, das möchten wir verfilmen. Und dann fragt man die Autorin. Und wenn man mich fragt, Til Schweiger möchte Kurt verfilmen, dann wäre ich komplett bekloppt, Nein zu sagen. Zumal, weil oft Leute sagen auch, ach, wie kannst du das denn abgeben an den und den oder den und den? Ich habe Mängelexemplare mit einer zauberhaften Indie-Produktion und Indie-Regisseurin und Indie-Drehbuchautorin geschrieben, deren Herzensthema das war und gemacht, und diesmal dachte ich, warum nicht mal Geld verdienen und warum das nicht auch mal in groß sehen? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Til Schweiger sowas verfilmt. Und eins sage ich dir mal, nach all den Jahren, so ein Film ist nie so, dass man denkt, ja, ihr habt es genau getroffen. Es tut also eh immer weh. Mhm. Es tut den Leuten, die das Buch lieben, weh, und es tut mir weh, weil Sachen müssen verändert werden von der Reihenfolge für den Film. Sachen müssen kurz gemacht werden. Es werden Leute besetzt, wo man denkt, das in meiner Welt sieht ja nicht so aus. Das tut immer weh, egal wie cool der Mensch ist. Und ich kann eh nichts davon selber machen, weil ich es nicht beherrsche. Also ist doch total egal, an wen ich es abgebe. Und ich habe schon bei einigen Til Schweiger-Filmen geweint. Insofern glaube ich nicht, dass das eine falsche Wahl ist, nur weil der nicht Indie ist oder weil er zu laut auf Facebook ist. Der ist ja kein schlechter Mensch, der ist sehr speziell. Also geweint vor Rührung, nehme ich an. Ja, der macht doch schöne Filme. Also der macht Märchenfilme halt. Der macht nicht notgedrungen so harten Realitätskram, wie ich das gerne mag. Mhm. So, ich will, dass es wirklich wehtut. Und Kurt ist ein Stoff, der wirklich wehtut, weil er so realistisch ist. Nicht nur wegen der Sterberei, sondern weil es so nah dran ist. Ich krieg immer wieder Briefe von Müttern, die auch Kinder verloren haben, die gesagt haben, ich habe mich nicht getraut, das zu lesen, dann habe ich es doch gemacht. Und das hat so geholfen. Alle sagen immer, dass ihnen das helfen würde. Ich weiß gar nicht wie, aber augenscheinlich ist das gut. Und ich kann mir vorstellen, dass Till das machen kann. Der Stoff ist ja da. Also, ne, den kriegst du ja nicht weggeballert. Der ist so hart und realitätsnah, wie ich es gerne möchte. Wenn dann noch irgendwie filmische Ahnung dazu kommt, warum nicht? Und ich habe das Drehbuch gelesen und ich musste beim Drehbuch lesen zweimal weinen. Und dann ist das für mich ein gutes Drehbuch. Und der Rest, was mir daran nicht gefällt, ist eben Filmemacherei oder der Geschmack von Till oder so. Aber wenn ich heule beim Drehbuch lesen, dann haben die das richtig gemacht. Das heißt, du hast da auch keinen Einfluss auf das Drehbuch? Oder wie ist das? Nee, ich glaube, ich könnte. Ich glaube, man kann immer. Zumal ich ja, also Autoren werden, glaube ich, schon gefragt, ob sie mitmachen wollen. Und beim ersten Mal bei Mängelexemplar wurde ich gefragt und dann saß ich da und war total doof und habe gesagt, hihi, aber das muss anders. Und dann merkt man eben, Sarah, du hast keine Ahnung von Film. Deswegen bist du eben nicht Drehbuchautorin. Ja. Und das habe ich gemerkt und dann bin ich aufgestanden, also im übertragenen Sinn, und habe gesagt, danke. Ich denke, ihr solltet es lieber alleine machen. Ich habe nicht genug Ahnung. Ich will alles ändern. Ihr werdet dann traurig. Der Film wird nachher schlecht. Und deswegen, so ist wie eine Coverversion, weißt du? Man kann auch nicht verlieren, weil entweder sagen die Leute, boah, wunderbarer Film und ich werde reich, weil ganz viele reingehen. Oder die Leute sagen, ja, nicht so gut wie das Buch. Dann habe ich auch gewonnen. Oder furchtbar, das Buch war so toll, habe ich auch gewonnen. Was soll mir passieren, weißt du? Und ich habe Vertrauen, ich würde es niemandem geben, wo ich denken würde, der macht Mist draus. Und ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass Till Mist draus macht. Das Drehbuch war wirklich, wirklich schön. Ja, das heißt, die Drehbucharbeiten sind abgeschlossen. Wann geht's denn in den Dreh? Kannst du es schon sagen? Till fängt ja immer schon an zu drehen, bevor irgendjemand da ist, glaube ich. Die wollten im Juni jetzt anfangen, glaube ich. Oder ich glaube sogar im Mai. Das ist ja, ne, dann schneidet Till, glaube ich, immer am gleichen Abend. Der Film könnte also in 2 Wochen komplett fertig sein.
Das haben die, glaube ich, jetzt natürlich verschieben müssen, weil die auch andere Filme verschieben mussten. Wir wissen gerade nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Ende des Jahres vielleicht ganz gut ist. Wobei das spielt ja alles im Frühling bei Kurt. Ne? Das wäre schon besser gewesen, wenn da Sachen blühen und nicht gerade abfallen. Ja. Spielt ja auch viel in der Natur und in Brandenburg. Und das ist ja auch ganz viel eine Liebesgeschichte und nicht eine Todgeschichte und so. Und da brauchst du, glaube ich, eine bestimmte Stimmung. Ey, aber I don't care. Das ist deren Schedule, sollen die doch machen. Ich freue mich, dass es immer noch on ist. Ja. Ich habe 3 Anglizismen gerade benutzt. I don't care, dass es immer noch on ist und noch irgendwas. Bah! Ja, du musst dann auch mal Bescheid sagen. Nee, ich kreide dir das nicht an, denn ich will ja auch hier mit Sarah Kuttner sprechen und nicht mit einer zweiten Ausgabe von mir. Ja, aber ich möchte nicht so sprechen. Ja, da musst du dir vorher überlegen. Aber du musst mich auch vor mir selber schützen und mal sagen, Sarah, willst du wirklich so sprechen? Aber dann hast du es ja auch schon ausgesprochen. Aber du bist auch nicht meine Mutti. Nee, eben. Ja, und ich war auch selber meine Mutti. Ich habe ja danach schon geschimpft, insofern alles gut. Pass auf, bevor wir uns hier weiter verzetteln, machen wir mal weiter mit unserer kleinen Rubrik. Favorit Endzeit. Liebe Sarah, wir sprechen jetzt über eines deiner Lieblingsthemen. Es geht nämlich um Musik. Und ich möchte gerne von dir wissen, welche Musik dich momentan umtreibt, begleitet und welche Musik du empfehlen kannst. Komm schon. Oh Gott, irgendwas wird dir einfallen. Ich habe ganz vergessen, dass ihr so ein Musikpodcast seid, weil das ist die einzige Sache, die du nicht verstanden hast über mich. Das konntest du nicht wissen. Musik ist mir überhaupt nicht wichtig. Also sie ist wichtig als Verstärker von Emotionen, aber ich höre nichts. Ich habe keine CDs mehr. Ich kaufe auch keine MP3s mehr. Ich mache einfach Apple Music und höre, was immer gerade vorbeikommt. Und da sind super schöne Sachen bei und da ist richtig viel Mist bei. Mein aktueller Lieblingssong ist Senorita. Nein. Ja, Mann, so bin ich jetzt. Und aber weißt du, was das Coole ist? Dass ich nicht mehr weiß, was cool ist und was nicht. Weil ich keine Musikzeitschriften lese und nicht spezielle Sendungen höre, sondern ich höre immer nur, was Leute unter Serien legen. Und ich gucke eine Menge Trash. Und beim Trash haben die immer Senorita drunter gemacht, weshalb ich mir schon ungefähr denken konnte, ob das schlecht ist oder gut. Aber weißt du was? Es hat was mit mir gemacht und so jemand bin ich. Ich höre Musik nach Gefühl. Das Gegenteil davon war dieser wunderbare Kinetten-Song, den ich bei Der Pass gehört habe von Wolfgang Ambros, heißt er so, der österreichische Herbert Grönemeyer oder was. Die Kinetten, wo ich schlafe, fange ich jedes Mal an zu heulen. Und keine Ahnung, Mountain Goat habe ich neulich gehört, weil ich mache nur noch einzelne Songs. Und wenn die mich richtig kriegen, versuche ich mehr Songs. Mhm. Und wenn ich merke, war nur ein Zufallstreffer, dann ziehe ich mich einfach wieder zurück. Mhm. Ich habe Kummer für mich entdeckt, auch so als Ganze. Es wird wieder kredibiler. Okay, komm wieder runter. Senorita war nur ein Ausrutscher. Ich habe Dagobert für mich entdeckt. Ich weiß nichts über die. Ich sag dir nur Namen. Mhm. Und dass die mich wahnsinnig kriegen. Dagobert ist vielleicht das beste Beispiel. Ich glaube, von allen Sachen sind Dagobert und der Schwule aus der Schweiz. Der niedliche Schwule aus der Schweiz. Lass mich ins iTunes. Moment. We Invented Paris. Nee, ein Typ. Ein Typ mit auch, der hat auch dessen Name ist dessen Name. Okay. Jetzt habe ich vielleicht zu viel gesagt, weil ich gar nicht weiß, ob der... Nee, warte. Gut, egal. Zuletzt hinzugefügt. Warte. Hier. Ponys, das war's nicht. Faber. Ach, ist der vielleicht gar nicht aus der Schweiz oder nicht schwul? Doch, ich glaube, der ist beides. Also aus der Schweiz, ja. Er singt Rest auf jeden Fall über Schwulsein. Ganz toll, ganz, so wie Giesbert. So ein neuer Giesbert, noch ein bisschen abgefuckter und ein bisschen wütender. Aber sag mal, also das Interesse für Musik war aber doch schon mal vorhanden bei dir, oder? Also das tiefere Interesse. Na komm, also deine Sendung bei Viva oder MTV, dann konntest du es zumindest gut verkaufen. Ja, nicht nur ich. Ja, exakt, so eine Mischung. Also ich war beim Musikfernsehen, klar. Und das war aber auch erst die Zeit bei Viva, wo ich anfangen musste mit dem Genre Musik. Ich dachte, okay, das ist also Musik. Was davon gefällt mir? Meine erste musikalische Erfahrung war, was mein Vater mir gezeigt hat, was natürlich cool war, Lassie Singers, Bob Dylan und so, aber da ist man ja zu jung für sowas. Mhm. Und dann habe ich so Travis in England für mich entdeckt und merkte, irgendwie ist so Indie-Pop und so Emo-Folky, na, das ist ja heute eher, das ist was für mich, das ist so mein Genre. Mhm. Dann bin ich beim Musikfernsehen gewesen und habe gemerkt, mit meiner eigenen Sendung kann ich wenigstens die Musik, die ich mag, spielen, aber das war jetzt nicht ein riesiges, ist nicht so, dass ich den Kopf voller Künstler hatte. Ich hatte eine tolle Redaktion, die Ahnung hatten von Musik und Bock hatten auf meine Musik und die haben Leute vorgeschlagen und gebucht. Ich war dann einfach nur so der Service-Dienstleister, dass ich die coole Musik
nach außen trage, aber ich bin nie gern auf Konzerte gegangen. Ich hatte natürlich meine Favoriten wie Adam Green und Money Brother, weil das immer so zitiert wird, aber wir haben es auch so gern, wir hatten auch Bock, das zu zelebrieren, weil wir wussten, wenn einer nicht ins Musikfernsehen passt von heute, dann die, also lass ganz viel davon machen. Und das war auch eine intensivere Zeit. Ich kannte mich natürlich besser aus. Ich habe den Musikexpress gelesen und die Specs und Bam. Und wir waren dauernd die coolsten Leute der Welt da bei den Jahresendpolls. Das war toll, aber das waren wir als Redaktion. Das war nicht ich. Ich habe Musik immer benutzt, um so meine Glücklichkeit oder meine Traurigkeit rauszuholen oder zu unterstützen. Also ich gestern Vicky Leandros im Ich liebe das Leben im Sonnenuntergang auf dem Feld gehört. Weißt du, so jemand bin ich. Ich suche die Situation und dann eine Mucke, die passt. Und wenn ich Kicker spiele, nackig mit meinem Freund, weil wir denken, warum nicht Stripkicker, dann hören wir Senorita. So, ich finde, so sollte jeder Musik benutzen. Ich will auch nicht, dass Sachen Guilty Pleasure heißen. Nichts davon ist guilty. Ich weiß noch nicht mehr, wer Senorita, ach nee, doch, Shawn Mendes. Und dann hingen bei H&M lauter Shawn Mendes Pullover rum und dann habe ich überlegt, meinem Freund einen zu kaufen, denn das ist unser Song, Senorita, Alter. Ich glaube, diese Assoziation jetzt bei Senorita, wie ihr das hört, also in welchen Momenten ihr das hört, die kriege ich so schnell nicht aus dem Kopf. Ja, bitte, aber, gern geschehen. Ja. Das ist ein großer Spaß. Bei uns ist immer Kindergarten. Ich habe wirklich in den letzten 2-3 Jahren gelernt, dass man auch immer nicht so erwachsen sein muss. Mhm. Deswegen haben wir ja den Kickertisch. Wir haben manchmal eine Propellermütze auf. Wir haben irgendwie beide entdeckt, dass wir gern den ganzen albernen Scheiß machen wollen. Vielleicht wollen wir nur eine blöde Kindheit nochmal ersetzen durch eine neue. Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt die Wii und die Playstation angeschlossen und da steht ein Kickertisch und jeder hat eine Propellermütze. Und wenn ich Geburtstag habe, gibt es eine Pinata. Und was mit bunten Streuseln. Ich möchte gerne, wie ein Kind, glaube ich, einfach nur noch machen, was mir Spaß macht. Die Leute denken immer, dass ich das doch schon mein ganzes Leben lang mache, wegen diesem coolen Job. Und das stimmt aber nur zum Teil, denn die andere Hälfte ist halt eine permanente Bestrafung. Durch die Taz, durch Leute, die einen hassen, durch irgendeine andere Zeitung, die sich von einer anderen Zeitung unterscheiden will und deshalb aus Prinzip irgendwas von mir doof findet. So, das ist auch alles. Aber wenn ich mit einer Propellermütze Kicker spiele, und das wäre eine gute Überschrift, dann bin ich glücklich, dann ist egal, dann kann mich nur mein Freund bewerten und ja, ich bin sogar dabei nackt und es ist mir egal, ob Sachen hängen oder wackeln und in dem Moment bin ich so am meisten bei mir und davon möchte ich mehr Sachen kreieren. Ich möchte anfangen, schon im November den Weihnachtsbaum aufzustellen, weil ich Weihnachten liebe und ich will nur noch meins machen und ich habe die Freiheit dazu, ja. Das ist geil. Findest du denn auch, dass die Weihnachtsartikel viel zu spät in die deutschen Supermärkte kommen? Natürlich, natürlich. Ich kaufe auch auf Vorrat. Meine Mutter ist immer die Erste, die sagt, also Ende August dann, wann sie welche Herzen gesehen hat. Und ich überfress mich auch generell natürlich schon zu früh. Wenn Weihnachten ist, will ich schon wieder Salat. Aber das ist mir egal. Ich liebe die Vorweihnachtszeit. Das Fest an sich ist mir kackegal. Ich liebe es, dass alles mit zu viel fiesem Atomstrom leuchtet und dass ich immer fetter werde und es auch nicht runtertrainiert kriege und dass mir irgendwann auch Kuchen nicht mehr schmeckt, weil ich so viel hatte. Ich liebe das. Und ich möchte nur noch meine Regeln. Ich habe ja einen Sommergeburtstag auch. Ich habe ja im Winter eigentlich Geburtstag und seit 5 Jahren zelebriere ich am 10. Juni meinen Sommergeburtstag, damit ich auch mal im Sommer ein Geschenk kriege. Ich finde, es muss jeder sein inneres, albernes, bockiges, unbefriedigtes Kind finden und befriedigen wie Sau mit Paradieskuchen und mit Propellermützen. Papageikuchen geht auch, ne? Ah ja, das ist wie Ossis. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie es heißt, aber Papageikuchen. Oh, weißt du noch, wie unsere Mütter den früher einfach nur so einen gelben Teig, also so einen Normalo-Teig und meine Mutter hat dann, um das zu färben, rote Grützepulver reingemacht und Waldmeisterpulver in den anderen Teig. So war bei uns und Schoko in den anderen Teig. Nee, also woran ich mich noch erinnern kann, ist Nudossi selber gemacht. Und Eierlikör. Ihr habt Nudossi selber gemacht? Ja. Wart ihr reich oder was? Na, Moment. Ihr wart doch bei der Stasi, wenn ihr Nudossi selber machen konntet. Geil. Ja. Ich habe mir das sogar gewünscht, wenn ich das nächste Mal auf Heimatbesuch fahre, dass ich dann das selbstgemachte Nudossi aus den 80ern, also halt neu, wieder. Geil, aber dass deine Eltern das quasi machen für dich. Ja, genau. Naja, dann für uns. Kann ich auch, würden die vielleicht für mich auch eins machen? Ich frag mal. Also kannst ja mal. Das wäre sehr so. Ich zahle aufs Porto und alles. Okay, liebe Mama und Papa Mötz. Kann man so sagen, ja. Dann kannst du das so extrahieren und denen auf dem AB sprechen oder so. Hallo, liebe Mama und Papa Mötz, hier ist Sarah Kuttner. Der Markus hat gerade erzählt, dass ihr Nudossi macht für ihn und ich wollte fragen, ob ich das vielleicht auch haben könnte. Liebe Grüße, eure Sarah Kuttner. Krieg mal hin. Mit der Ansage hast du das schon in der Tasche. Okay, aber dann, cool. Dann muss natürlich auch ein Lob her, ne? Also egal, wie scheiße es vielleicht auch schmeckt, aber ne, musst du dann... Natürlich. Ja, es gibt nichts, was scheiße schmeckt, wirklich nicht. Und wir essen gerade sehr gesund. Da schmecken die ungesunden Sachen, egal wie scheiße die im Original sind, immer gut. Also
Die sind safe. Und ich kann auch gut lügen. Also wir kommen gut raus aus der Nummer, Markus. Das ist gut, das ist gut. So, ich will dich jetzt auch mal entlassen in deinen... in den Spargel. In den Spargel, genau. Du kriegst jetzt gleich Spargel. Ich sag schon mal guten Appetit. Ich danke dir auf jeden Fall für deine viele, viele Zeit. Und das hat großen Spaß gemacht, Markus. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert, ist nur jeder Satz im Podcast. Aber weißt du, was ich bei dir interessant finde, diese sehr häufige namentliche Anrede, Sarah. Du sagst oft Markus. Und ich will auch, weil manchmal ich neige dazu, auch Namen zu vergessen. Und der steht da Gott sei Dank bei Zoom. Und dann denke ich, ist es nur fair, wenn ich den auch mal sage, dann merke ich ihn mir und ich sage ihn nur, wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss auch mal dein Name gesagt werden, das Markus. Sehr, sehr gut, Sarah. Vielen Dank nochmal. Ich danke dir. Ansonsten sage ich tschüss, liebes Publikum. Wir hören uns an derselben Stelle natürlich in einer Woche wieder. Ihr findet uns natürlich auf den gängigen Streaming-Portalen und auf tonspion.de. Macht's gut und bleibt gesund.